muss Servus beieinander. Ihr werdet es mir nicht glauben, was ich gerade erfahren habe, aber es ist eine unglaubliche Neuigkeit. Also man lässt mir blauen, wenn der Hofer Präsident ist, dass wir den Nationalrat auflösen und eine neue Regierung wählen lassen. Das ist ja alle bekannt, das ist ja ausgemacht. Aber was jetzt kommt, das weiß noch keiner. Und bitte schön, das müsst ihr mir versprechen, das dürft ihr nicht weiter sagen. Und wir werden noch vor der Fußball-EM unser Nationalteam völlig neu konfigurieren. Als erstes Mal wird der Kohler rausfliegen. Was brauchen wir einen Schweizer Trainer? Haben wir keine Österreicher? Natürlich haben wir welche. Und jetzt kommt's, ihr werdet es nicht glauben, der Ralf Hasenhüttl, der wird der neue Trainer von unserem Nationalteam. Ihr glaubt doch nicht im Ernst, dass der nach Leipzig geht. Ja? Und dann werden wir natürlich unser Team mit reinen, echten Österreichern konfigurieren. Nicht? Leute wie ein Onisivo, ein Pelivan, ein Kavlak, ein Okotie, die brauchen gar nicht mehr kommen. Ja, sicher. Und auch wenn es weh tut, auch ein David Alaba, er wird nicht mehr auflaufen. Warum darf man nicht sagen, das wisst ihr, aber ihr wisst ja eh warum. Nicht? Und was noch mal überlegen sind, nicht? Das ist jetzt beim Junusovic und beim Anatovic, kann man die noch als Österreicher rechnen? Man weiß es nicht, nicht? Aber ich denke, da werden die noch eine pragmatische Lösung finden. Aber bitte, gell, das ist alles noch streng geheim, sagt es nicht weiter. So, ich muss noch weiter, servus, gell, wir haben noch Arbeitskreissitzung, Wiedervereinigung mit Transleitanien, servus, bye bye.